Herzlich willkommen zum Videopodcast Will's Wissen hier im Comic-Kanal. Für die heutige Folge habe ich mir einen der wohl größten Comic-YouTube-Kanäle Deutschlands eingeladen, The Red Hood. Nach dem anfänglichen Beschnuppern vertiefen wir unser Gespräch und blicken ein Stück weit hinter die Denkweise eines YouTubers, das Ausschlachten namhafter Autoren, und stellen dann fest, dass Comics lesen und sammeln ein verdammt teures Hobby sein kann. Wenn dir dieser Content Spaß macht, dann lass mir doch eine Reaktion in Form eines Daumens nach oben, einen Kommentar oder ein Abo da. Und wenn nicht, dann nicht. Ist wie immer dir überlassen. Naja, ich würde sagen, du bist einer der erfolgreichsten Comic-YouTuber Deutschlands, ne? Absolut. Ich meine, noch nicht. Ja, der Weg ist lang. Also du machst Comic-Reviews, ich kenne deinen Kanal auch, ne? Es ist nicht so, als hätte ich mir den jetzt erst angeguckt, aber natürlich habe ich nochmal drüber geguckt, um nochmal schlau zu sein. Ganz frisch. Kann ich mir schon denken. Ich glaube, du bist mir damals mit Batman Damned aufgefallen. Weil bei Batman Damned bin ich immer hellhörig und gucke immer, was die Leute dazu sagen. Ja, das Video ist auch noch gar nicht so alt. Du hast auf deinem Kanal eine Pause gehabt zwischendurch, oder? Auf jeden Fall hast du irgendwo das Video, wo du sagst, hier bin ich wieder, und ich sehe, die Videos davor sind irgendwie schon älter. Was hast du denn noch gemacht? Oder was ist denn generell so dein Lebenslauf? Also angefangen habe ich ja quasi mit Let's Plays, aber damals halt auch schon Richtung Nerdstuff und so, weil ich bin von klein auf Comic-Fan, mehr oder weniger. Wobei die Comics selber erst später dazu kamen. Damals, da war ich ja dann 16, das heißt, du kriegst ein paar Euro Taschengeld und da kann man sich nicht so viele Comics von leisten. Also ich habe ja damals schon, ich glaube, eins der ersten Videos, wo es um Comics ging, war ein Comic-Update-Video. Und da habe ich vielleicht drei Sachen oder so. Die Comic-Update-Videos sind so deine Einkäufe, oder? Also deine Neuzugänge. Ja, wobei ich die auch nicht mehr so regelmäßig mache, einfach aus dem Grund. Früher habe ich halt oftmals mir einmal im Monat oder so eine dicke Bestellung. Oder es war halt noch im Rahmen, dass ich quasi überhaupt gemerkt habe, was ich mir alles so hole, aber mittlerweile ist es so, da hole ich mir hier mal noch was und dann mal noch was, und nach zwei Wochen weiß ich gar nicht mehr, was noch neu ist oder was ich schon gezeigt habe. Hast du einen strikten Plan? Es klingt jetzt so, als sei das mehr so wie es halt gerade passt, machst du halt ein Video. Mehr oder weniger. Also das Problem ist ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte ja zwischenzeit eine Pause. Ja. Ich glaube fast ein Jahr lang oder so. Und das Ding ist halt, um überhaupt aus dem YouTube-Algorithmus quasi wieder rauszukommen, musst du überhaupt erstmal Videos hochladen, damit du gesehen wirst. Ja. So. Und am Anfang, da habe ich Videos hochgeladen und hochgeladen und hochgeladen, und es kam halt nichts bei oben. Ja. Und da ging es dann irgendwo auch teilweise einfach darum, regelmäßig was zu bringen. Klar ist das mittlerweile auch immer noch so ein bisschen so. Aber es ist schon, ich will eigentlich nur Videos zu dem machen, was mich auch interessiert. Aber da hast du schon recht, das ist so, wenn es gerade passt, dann passt es halt gerade. Ich halte das ehrlich gesagt auch für eine gesunde Sache. Ich meine, natürlich, am Anfang gehst du halt anders daran, wie du es schon sagst. Denn du willst irgendwie auch jemanden erreichen und die Videos sollen irgendwie mal präsentiert werden und gezeigt werden. Aber letztlich halte ich es auch echt für eine gesunde Entwicklung, wenn du für dich einsiehst, ich mache es so, wie es mir halt am besten passt oder was mir halt am besten gerade passt. Also mittlerweile würde ich fast sagen, habe ich den Luxus, dass es mir nicht mehr, wichtig ist das falsche Wort, aber dass ich halt, wie du auch gerade gesagt hast, ein bisschen mehr darauf Wert lege, dass es mir gefallen muss. Ja. Und deshalb, klar, ich finde das richtig nice, wenn Leute in die Kommentare schreiben, sie würden sich das und das wünschen. Ja. Selbst wenn das Video dann nicht so viele Klicks macht, zum Beispiel, das sehe ich bei meinem neuesten Video. Es gibt Videos, die lade ich hoch, die kriegen dann für meine Verhältnisse relativ schnell Views. So an die 100 ist so der Durchschnitt. Das hier hat jetzt immer noch nicht mal 50, hat aber schon 16 Likes, was für meine Verhältnisse schon relativ viel ist. Und auch einfach, dass Leute darauf reagieren, das merkt man halt. Ich habe ja auch, ich bin so ein bisschen zahlenfanatisch, doof gesagt. Und wenn ich dann halt zum Beispiel sehe, klar, das hat jetzt nicht übel viele Klicks. Also hier steht jetzt gerade, es hat 45, mein Durchschnitt sind eigentlich 40 bis 70. Aber dafür ist die Watchtime über 4,5 Minuten. Und das ist schon nicht schlecht. Das ist krass, ne? Ich finde, also
Ich habe mich davon distanziert, auf die Zahlen zu gucken, ne? Aber wenn ich drauf achte, dann ist es tatsächlich auch die Watchtime, weil die Watchtime mir so das Gefühl gibt, ich habe mich weiterentwickelt und das Video hat sich weiterentwickelt. Watchtime, was ganz schlimm auf die geht, ist immer Intro. Mhm. Das skippen halt mega viele. Das Thema Intro ist ja nochmal ein eigenes Thema, finde ich. Ja, Ich hatte ja lange Zeit eins, auch relativ lang. Mhm. Also im Sinne von irgendwie über 10 Sekunden. Mhm. Und das ist ja schon ein Brocken. Ist mir halt früher gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich zu viel ist. Also dann hatte ich richtig lang gar keins mehr. Ja. Oder halt die gekürzte Version, die dann halt nur 10 Sekunden ging oder so. Und jetzt habe ich wieder angefangen, eins zu nehmen, aber versuche das eigentlich auch nur zu nehmen, wenn es sich anbietet. Also so ein bisschen mit einzubetten und nicht Intro und dann geht das Video los. Ich wollte noch zwischenwerfen, falls den Leuten das nicht aufgefallen sein sollte, dass es mir aber aufgefallen ist, dass du natürlich auch mit Hinblick auf deinen Kanalnamen einen roten Hoodie trägst. Ja, stimmt, war natürlich geplant. Du liest aber weitestgehend noch Superhelden-Comics, oder? Das habe ich momentan, ja. Wie gesagt, ich lese halt noch nicht so lange Comics, also kann das auch früher so gewesen sein. Mhm. Aber im Moment ist es viel so, sobald DC oder Marvel macht das genauso. Ja. Sobald die einen Autor haben, der irgendwie eine erfolgreiche Reihe hat, muss der auf einmal alles schreiben. Das Problem sehe ich auch, das sehe ich tatsächlich. Da bin ich völlig bei dir. Weil zum Beispiel bei Marvel ist es so, da ist gerade Donny Cates ja mit Venom, King in Black, Silver Surfer, Guardians of the Galaxy, Thanos, weiß nicht, was der noch alles schreibt. Und ich persönlich mag Donny Cates, deshalb habe ich da quasi Glück gehabt. Mhm. Aber bei DC, erst war es Tom King, den kann ich vom Schreibstil leider gar nicht leiden, weil der macht teilweise so stumpfe Dialoge, da kommst du dir echt verblödet vor. Dann war es ja jetzt, beziehungsweise vor Tom King war es Geoff Johns, der hat ja da besonders New 52 hatte da ja alles abgerissen. Jetzt momentan weiß ich gar nicht, ob ich so richtig einen sagen könnte. Aber so der Neue, der sich jetzt ankündigt, ist Tom Taylor. Ja. Der hat ja, der hat quasi mit Deceased hat er voll einen rausgehauen und dann hat sich DC selber gedacht, so, jetzt schreibst du Superman, du schreibst Nightwing und jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der halt wieder, Da werden nicht nur Figuren ausgeschlachtet, da werden Autoren ausgeschlachtet, ne? Ja. So vom Gefühl her. Ja. Dass du hier gerade so Tom King so erwähnst, du bist schon auch so einer, der mal gegen den Strom schwimmt gerne, ne? Ja, ich finde aber leider, Brian Michael Bendis kennst du ja bestimmt auch. Ja, klar. Ist ja relativ bekannt. Der war ja früher, also quasi so mit einer der ersten Autoren gewesen, wo ich quasi den Namen wiedererkannt habe. Ja. Und früher hat man richtig gemerkt, der hat ja im ultimativen Universum angefangen, da hat er auf alles geschissen und hat einfach gemacht so, das finde ich gerade cool, also machen wir das. Aber später hat man halt gemerkt, er wurde immer mehr so ein bisschen in der Ecke gedrängt, finde ich. Mhm. Also zum Beispiel, als dann Miles im normalen Marvel-Universum war, hat auch richtig stark angefangen, aber gegen Ende, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob so ist, aber gegen Ende hatte man das Gefühl, er hat quasi teilweise zu viele Limitationen bekommen, was er machen kann. Ja. Und das war dann halt irgendwann nicht mehr Bendis. So. Ob das letztendlich so ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er Regeln vorgesetzt bekommt. Ich finde nämlich seinen Auftakt in Geschichten in der Regel, was ist in der Regel, so viel kenne ich nicht, aber ich kenne ein paar Sachen von dem, ne? Die finde ich gut oder Grundideen finde ich gut, aber ich finde, der kann Geschichten einfach nicht gut zu Ende bringen. Nachdem, wie ich das so, wie ich ihn kenne. Das habe ich oft gehört, ja. Ich finde Ja, das Problem ist, so das meiste, was ich von ihm gelesen habe, das hat halt kein richtiges Ende. Ja, das macht die Sache ja nicht besser. Weil du liest Ultimate Spider-Man, klar, irgendwann stirbt da Peter Parker, der Spider-Man. Mhm. Aber es geht ja direkt weiter mit Miles Morales. Mhm. Dann ist irgendwann das Ende, weil er nicht mehr im ultimativen Universum ist, aber kommt ins Marvel-Universum. Ja, okay. Mhm. So, also es gibt kein Ende-Ende. Mhm. Oder was ich auch noch von ihm gelesen habe, war zum Beispiel Civil War 2, das hatte der auch geschrieben. Mhm. Und das ist halt ein Event, also hat sowieso kein Ende, weil das geht ja dann am Ende in alle anderen Stränge an Charakteren wieder auf. Ich muss aber auch sagen, ich bin generell kein krasser Event-Fan. Mhm. Wie kamst du denn überhaupt dann zum Comic? Also was hat dich inspiriert, Comics zu kaufen oder zu lesen?
Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich in die Vergangenheit gehe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Aber es hat quasi damit angefangen, da ich will nicht lügen, aber da war ich vielleicht 6 oder so. Mhm. Also ich kann mich dran erinnern, also jünger als 6 kann es nicht gewesen sein. Ja. Und ich stehe familienmäßig, wir stehen ziemlich nah im Kontakt mit meinen Großeltern. Mhm. Und mein Opa ist riesiger Filmfan. Ich war 6, also war es 2005 und irgendwann, früher ging man ja noch in Läden, um sich Zeug zu kaufen, hat er Spider-Man 1 und 2 im Saturn geholt. Mhm. So. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie meine erste Reaktion auf den Film war, aber das war dann so, wir waren jedes Wochenende da und wir haben auch regelmäßig halt Filme geguckt und ich wollte immer Spider-Man gucken. Ich fand den Film früher, als sich der grüne Kobold verwandelt hat, ja, fand ich so gruselig. Ja. Ja. Wo Norman da aus dem Ding da rausspringt und ich weiß gar nicht mehr, wie sein Kollege heißt, den so wirkt und dann durch die Bude schmeißt, das fand ich früher so gruselig, dass ich dann da immer aus dem Raum gegangen bin, als die Szene kam. Mhm. Das ist krass. Das hat ja kaum ein Erwachsener vor Augen, dass solche Szenen auf Kinder heftig wirken können. Oder auch, das war halt auch das Ganze drumherum. Der Schauspieler William Dafoe jetzt im Nachhinein und auch aktuell, ich finde ihn super. Ja, ja. Weil der, besonders wenn der in so Rollen ist, wo der irgendeinen ekligen Typen darstellt. So. Ich weiß nicht, ob du Der Leuchtturm gesehen hast. Mhm. Da ist der zum Beispiel auch super. Mhm. Weil da ist er wirklich so ein richtig, eigentlich kann man den gar nicht mögen, aber durch den Schauspieler wird der Charakter halt so, weißt du, toll dargestellt. Mhm. Obwohl es halt nicht toll ist. Und erstens war er halt in Spider-Man gruselig, dann die Situation drumherum, Spritzen und so, und er schüttelt sich da komisch rum. Mhm. Also, es war halt das Ganze drumherum. Ja. Während du das so erzählt hast, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass das Gefühl da ist, dass viele Superheldengeschichten so überladen sind oder dass Autoren ausgeschlachtet werden. Mhm. Aber trotzdem hast du dich ja auch gekriegt und vielleicht sind auch die Geschichten von damals gar nicht so geil, wenn man die als Erwachsener liest. Jetzt hier kleiner Spoiler für meinen eigenen Content, aber meine Freundin, die ist, also die ist genauso alt wie ich, von daher passt das ja auch von der Zielgruppe her. Aber die war jetzt nie so der krasse Comic-Fan wie ich, aber fand die Charaktere schon immer cool. Halt so der Klassiker Harley Quinn, Poison Ivy findet die natürlich super. Und ich habe sie jetzt so weit gekriegt, dass sie halt auch teilweise jetzt angefangen hat, ein paar Runs zu lesen, die ich ihr empfohlen habe. Zum Beispiel den aktuellen Venom und den findet sie zum Beispiel auch richtig gut. Oder halt auch New 52 Batman. Ja. Da ist sie jetzt mittlerweile auch durch. Und da wollten wir tatsächlich mal, ich habe ja noch so ein Brabbeln-Format, das war ja quasi davor mein Podcast-mäßiges, wo ich einfach mit einem Kollegen über irgendwas geredet habe. Mhm. Und da wollten wir mal so, weil sie ist halt quasi, sie sieht das noch mit frischen Augen und ist auch noch nicht so krass in dem Ding drin, wollten wir halt dann über den Run als Ganzes mal so reden. Mhm. Kannst du denn alles merken? Also hast du die ganze Geschichte und alles, was da so passiert, im Kopf, ohne das nochmal lesen zu müssen? Ach. Ja, es gibt Menschen, die können das. Also, Rat der Eulen kann ich mir vielleicht noch so halbwegs zusammenreimen, auch Stadt der Eulen. Mhm. Und da hat man ja auch unglaublich Glück, wenn man sich heutzutage einen Superhelden-Comic holt und man versteht die Story ohne das Drumherum. Mhm. Weißt du? Aber Rat der Eulen hat man sich noch so zusammenreimen können, vor allen Dingen, wenn man halt von Batman mehr oder weniger eine Ahnung hat durch die Filme. Ja, so eine grundsätzliche Ahnung, ja. Jo, und dann kam halt noch die Zeichnung dazu mit Greg Capullo, wie auch wenn er so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Natürlich hätte die Geschichte auch mit anderen guten Künstlern vielleicht funktionieren können, sie hätte aber auch durch andere unschönere Künstler vielleicht nicht so gut wirken können. Ja. Ich muss auch sagen, früher bin ich eher den Zeichnern hinterhergerannt. Mhm. Also da habe ich ja dann auch geschaut, oh, was hat Greg Capullo noch so gezeichnet, solche Sachen, Jim Lee kennt man ja. Ja. Mittlerweile gehe ich aber eher nach Autoren. Weil Zeichnungen, die nehme ich mittlerweile auch ganz anders wahr. Mhm. Zum Beispiel sowas wie Kill or Be Killed hätte ich mir niemals wegen den Zeichnungen geholt. Aber mittlerweile, und ich glaube, das kommt auch erst mit dem Alter, achtet man mehr auf Story als auf Zeichnung. Einmal aus dem Schnitt. Das Programm hat hier ganz viele Faxen gemacht beim Exportieren der Videodatei. Jetzt gibt es hier ganz viele Schnitte, weil ich viel rumprobiert habe.
Jetzt läuft das Video, aber wundert euch also nicht, dass da so viele vermurkste und unpassende und nicht zueinander passende Schnitte im Video zu sehen sind. Eigentlich krass, wie teuer unser Hobby ist, das muss man mal sagen. Also ich glaube, keiner von uns würde 120 Euro oder auch nur 60 Euro für ein Buch ausgeben. Ne? Also ich muss sagen, Ende letztes Jahr habe ich angefangen, Bücher zu lesen wieder. Ja. Aber da hast du ja alleine in Relation... Ich bin jetzt kein super schneller Leser und ich glaube, das ist auch kaum einer. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch so ein Neuzeitproblem. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist halt, auf gut Deutsch gesagt, richtig im Arsch. Mhm. So, wir schauen uns 5-Sekunden-Videos auf Instagram den ganzen Tag an. Und da habe ich halt dann zum Beispiel gemerkt, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen, dann schaffe ich es nicht länger als vielleicht 20 Minuten, weil mein Kopf hat dann so viel, was er lieber machen würde, doof gesagt. Da kann ich dir aber, ich weiß nicht, ob du noch Bücher liest, so. Ich versuche das, aber ich merke etwas Ähnliches wie du. Aber ich muss sagen, es ist eine richtig gute Übung, weil wenn du dann einmal drin bist, zum Beispiel, ich hatte dann ein Buch, das hat mir richtig gut gefallen. Das war jetzt im Großen und Ganzen kein ultra starkes Buch, also ich denke nicht, das wird in die Geschichte eingehen. Aber gegen Ende, dann schaffst du es halt auch mal eine Stunde durchzulesen. So. Und klar, wenn man einen Comic durchliest, hat man jedes Mal so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt nichts Besseres, als ein Band fertig zu haben. Vor allen Dingen, wenn es dann so Tage gibt zum Beispiel, wo du halt mehrere liest. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders. Ich mag immer, wenn Geschichten gut abgeschlossen sind. Ich mag immer, wenn ein Ende da ist und ich mag, wenn das Ende gut ist. Ich habe jetzt aber eine oder zwei Geschichten gelesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass die einfach gar nicht aufhören. Weil die so die ganze Zeit etwas, so einen tollen Schreibstil haben, die immer wieder neue Blickpunkte liefern und so weiter, wo ich mir denke, ja, erzähl mir weiter die Geschichte. Aber so grundsätzlich weiß ich, was du meinst. Wenn du das Ding dann irgendwann durch hast und hast die Geschichte komplett gelesen, dann freust du dich auch, das durchzuhaben und vielleicht etwas Neuem starten zu können oder deinen Kopf für was Neues frei zu haben. Und bei Comics passiert das halt, so einen normalen Paperback, den lese ich an einem Tag. Mhm. Weil ich bin auch so einer, ich lese jetzt nicht jedes Mal, wenn ich Zeit habe, Comics, sondern dadurch, dass ich auch eher ein Paperback-Leser bin als Hefter, nehme ich mir lieber die Zeit, um sicher zu gehen, dass ich diesen Einband wenigstens auch schaffe. Ja. Weil ich mag das gar nicht, mitten in der Story aufzuhören. Ja. Und da ist es dann halt so, du hast dann dieses Erfolgserlebnis halt nach einer Stunde zum Beispiel oder nach zwei. Mhm. Und bei einem Buch hast du dieses Erfolgserlebnis halt erst nach einer Woche oder zwei. Ja, stimmt. Und das ist halt so das Ding. Ich habe noch eine abschließende Frage. Möchtest du noch irgendwie was zu dir und deinem Kanal empfehlen? Irgendwie dein Lieblingsvideo von deinem Kanal? Was die Leute sich alle angucken sollen? Mein Kanal. Ich denke, was ich aktuell empfehlen kann, ist nicht mal so unbedingt ein bestimmtes Video, sondern mein Content generell in letzter Zeit. Ich denke, ich habe mal wieder einen relativ großen Sprung gemacht, was so den Inhalt oder auch das Editing angeht. Und wen es halt interessiert, was besonders der letzte Stream hat mir mega gefallen, der Podcast mit mir und Nordman. Ja. Weil das ist einfach, da geht es nicht um, klar, am Anfang geht es um Death Metal, aber es geht halt auch einfach nur um das Rumhängen miteinander in der Comic-Community und das Reden über Sachen, die einen interessieren. Das, was sich alle ursprünglich mal gewünscht haben, ne? Einfach nur drüber austauschen. Danke, also ich werde jetzt die Aufnahme beenden, nur damit die Leute auch Bescheid wissen hier. Dir auf jeden Fall schon mal danke, dass du Zeit hattest. Kein Ding. Und es gibt auch noch ein paar Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Weiß ich auch noch nicht, ob privat oder hier vor laufender Kamera oder sonst wo. Aber wollen wir jetzt noch ein bisschen lästern über die Comic-Community oder wie? Ja, aber ich klicke erst auf Aufnahme beenden. Tschüss!